So, hallo Bhakti, schön, dass du da bist. Wir grüßen dich. Ja, Jit, ich freue mich. Danke für die Einladung. Wunderbar. Ja, ich habe im Facebook ein bisschen gesehen, was du machst. Und für unsere Konferenz Abundantia es Conscientia, Überfluss für alle, Reichtum für alle, habe ich gesehen, dass du kein Problem hast, deine Schönheit zu zeigen, kein Problem hast, deine Weisheit zu zeigen, kein Problem hast, deine Kunst zu zeigen und dass es dir diese Überfließen nicht wehtut. Ne? Für viele ist einfach, sich zu zeigen, ist oft mit Schmerzen verbunden, Überfluss zu sein. Ne? Und so, das heißt, in erster Linie natürlich, da wir gewohnt sind zu konsumieren, Überfluss bedeutet nicht, dass etwas auf einen zukommt, sondern dass wir etwas, was wir uns als Individuen gegeben wurde oder erschaffen haben, nach außen mutig zu geben. Ne? Und du machst das. Wie hast du das gemacht? War das die Hölle oder war das einfach oder was karmisch für dich vorgesehen oder wie war es für dich, dich einfach so zu zeigen, frei und ohne Bremsen? Ja, es ist ein Weg. Es ist wirklich, es gab immer wieder Transformationsphasen und Schritte dahin. Und letztendlich, was mich dazu gebracht hat, ist immer wieder in dieses Einssein zu gehen. Da, wo tatsächlich, da, wo uns alles gegeben wird, da, wo die Trennung nicht existiert. Und ich bin mit Anfang 20, also ich sage mal so, ich habe vieles ausprobiert, ganz viel auch auf dem, sag mal so, auf diesem spirituellen Weg und bin immer wieder dahin gekommen, dass ich gemerkt habe, es gibt nur einen Weg und das ist genau hier in diesem Augenblick wirklich total transparent zu sein, nackt zu sein, zu sagen, so jetzt, ich bin hier und ich komme mit meinen Bedürfnissen, mit meinen Blockaden und ich bin jetzt bereit, so wie dieses Thema jetzt, wo es um dieses Thema geht, bei dieser Konferenz, um diesen Überfluss, mich diesem Fluss, dieser Liebe, die uns jetzt alles gibt, anzuvertrauen und mich damit zu verbinden. Und ich habe gemerkt, wenn ich da irgendetwas zurückhalte, dann erlebe ich es nicht. Und dann kann ich es auch nicht teilen. Und ja, daher ist es so, diesen Augenblick zu üben, diesen heiligen Augenblick, da wo dieser Überfluss ist, da wo keine Trennung ist, da wo Einssein ist. Ich muss mich nicht darauf vorbereiten. Ich muss dafür keine Meditation machen. Ich muss da keine weiße Kleidung tragen. Ich muss nicht würdig sein. Ich kann einfach genau so, wie du bist, mit allem, genau da, in dieser ganzen Unschuld, völlig frei, nackt, genau da, immer genau da, wird es erfahren. Und so kam es dann auch dazu, deine Frage, wie ich das gemacht habe. Irgendwann wollte ich einfach nur noch das erleben und das teilen. Und mit allem, was ich sozusagen habe,
als Kommunikationsmittel, diesen Körper als Kommunikationsmittel, die Musik als Kommunikationsmittel, die Worte als Kommunikationsmittel. Alles, was es auch immer ist, dass das alles dienen kann. Und in dieser Verbindung, wenn ich das gebe, wenn ich einfach nur ja da bin, das ist meine ganze Freude, da ist alles da, um das zu teilen. Und dann erleben wir diesen Überfluss. Ich alleine werde ihn nie erleben. Ich alleine als Bhakti, nein. Kann ich noch so viel, was weiß ich, mich anstrengen, Yoga machen, mich gesund ernähren, Mantras singen. Also das wird mir alles nichts helfen. Diesen Überfluss kann ich nur erleben, wenn er miteinander geteilt wird, wenn er gegeben wird. Oh. Ja. Denn es ist tatsächlich so, wenn ich diesen Überfluss akzeptiere und wenn ich ihn teile, dann ist er Teil meiner Erfahrung, unserer Erfahrung, jetzt in diesem Augenblick. Also dann ist Überfluss, ist zu geben, was man hat und nicht zu bekommen. Es ist das, was da ist. Und es ist tatsächlich so, wenn ich in diesen Augenblick komme und nichts festhalte und tatsächlich meine persönlichen Bedürfnisse, ich muss die auch nicht irgendwie, klar habe ich auch Bedürfnisse, ich lebe hier, ich brauche auch im Alltag, ich brauche auch Geld, ich gehe auch tanken, ich muss Essen einkaufen und so weiter. Oder irgendwelche Bedürfnisse, was es auch immer ist, spielt keine Rolle, ob es um Essen oder meinetwegen Zärtlichkeit, was auch immer, wenn ich tatsächlich total transparent werde und es alles in diese liebevolle Kommunikation bringe und ich gebe diese Gedanken einfach, ich behalte sie nicht für mich, ich bringe sie in diese Kommunikation, ich lasse sie los und dann dieser Gedanke, irgendwelche Wünsche, ich gebe sie frei, ich bringe sie in diese liebevolle Kommunikation, ich gebe sie auf und im nächsten Moment erlebe ich, dass selbst diese kleinen Bedürfnisse, dass sie erfüllt sind, dass sie erfüllt werden. Ich erlebe, dass wenn ich dann einkaufen gehe, dass da vielleicht ein Paar ist, die sich an der Hand halten und sich liebevoll anschauen. Und weil ich mich nicht mehr trenne, fühle ich mich auch geliebt. Ich teile diese Liebe. Oder ich erlebe, dass jemand mir ganz freundlich guten Tag sagt und ich fühle mich mit dem eins. Ich erlebe diese Zärtlichkeit, die nicht begrenzt ist. Und so weiter. Ich erlebe, dass ich Geld gibt und dass das Geld auch zu mir fließt. Und wenn irgendwelche Blockaden da sind, ich bringe sie wieder in diesen Augenblick, wo ich Blockaden auflöse, wo sich Blockaden auflösen, wo die,
wo die Trennung nicht ist, in diesem präsenten heiligen Augenblick, in dieser Kommunikation, da, wo der Überfluss ist. Und da empfange ich ihn und von da aus kann ich ihn wieder ausdehnen in meinem Alltag, in ganz konkrete Situationen. Habe ich das richtig verstanden, dass vielleicht ist es auch der Titel, Überfluss ist nur für alle möglich? Ja, genau, genau. Wow. Das ist jetzt die Lösung der Konferenz. Ja, es muss miteinander geteilt werden. Denn wenn ich das mit jedem teile, dann ist es nicht unbegrenzt. Und dann fließt es über, der Überfluss, es fließt über diese Blockade und über diese und über die und über die und so weiter. Und wenn ich das begrenze, wenn ich Überfluss für mich haben will, das funktioniert nicht. Es funktioniert vielleicht eine Weile, so wie das, wo wir erleben das hier in dieser Welt. Ja? Der eine hat ganz viel Geld und der andere nicht, oder der eine hat es vielleicht eine Weile mal, aber das ist was anderes, das ist die Dualität. Was der eine hat, hat der andere nicht, und der andere hat viel Geld, deshalb hat er aber keine glückliche Partnerschaft, der ist vielleicht Millionär, ist aber nicht gesund. Und Überfluss ist etwas anderes, es ist etwas, das tatsächlich, es ist für jeden. Wir müssen es nur wieder dort suchen, wo wir es tatsächlich finden, wo es wirklich ist. Ja. Das heißt, unser Fokus ist nicht jetzt Reichtum oder Überfluss für mich, ich möchte Reichtum haben, sondern wenn wir das Fokus auf Reichtum für alle, dann funktioniert das richtig, auch für mich. Genau, genau so ist es, ja. Dann habe ich den Titel irgendwie getroffen, ne? Okay, vielleicht noch ein, es ist schön, so wie du das sagst, fühlt man, du lebst das, du kannst das auch weitergeben, du machst das auch mit Musik, diese wunderbare Musik, werde ich dann unten in dem Video ein paar Link vielleicht setzen. Und was die meisten sagen, was sagst du zu den Sätzen? Ich weiß es nicht wie, erstmal muss ich in Rente gehen oder ich habe eben Blockaden, hast du schon benannt, oder ich kann das nicht und so weiter. Ne? Was sagst du, wenn jemand sowas sagt? Ja, also es ist tatsächlich so, dass das sind alles, man wie tatsächlich jeder weiß, wenn er ehrlich ist, das ist einfach klar, heißt das, ich bin jetzt nicht bereit. Ja. Das heißt, man kann das so formulieren, ja, ich muss erst meine Rente bekommen oder ich muss erst, was weiß ich, es muss erst das und das passieren. So formuliert, letztendlich heißt es, ich bin jetzt nicht bereit. Und deshalb, wenn so jemand zu mir kommt, dann mache ich demjenigen das auch wirklich klar, weil das ist eine sehr große Lernhilfe. Und die hat mir auch selber geholfen auf meinem Weg. Also ich würde auch nie irgendwie mit jemand eine Theorie jetzt einfach nur mitteilen, sondern es ist tatsächlich immer meine eigene Erfahrung. Es gab Zeiten, wo ich genau wusste, das wäre jetzt der Schritt, das müsste ich jetzt, diese Gedanken oder das Bestimmte, was ich jetzt tue, das müsste ich jetzt loslassen. Und
Und das war so wichtig, dass ich, dass mir klar gemacht wurde, ja, dass ich gesagt habe, okay, dass ich in die Kommunikation gegangen bin mit allem, was ist, wie du es auch benennen magst, mit dem höheren Selbst und dem Heiligen Geist, ja, wie auch immer. Und ich gesagt habe, okay, gut, ich bin jetzt nicht bereit. Und dann habe ich gemerkt, okay, das ist jetzt einfach nur Güte. Es muss jetzt nicht. Aber genau das zu erleben, ja, es ist meine Entscheidung, ja, es ist meine Wahl, bringt mich in die direkte Verantwortung. Das ist eine ganz große Lernhilfe. Und dann kam es dazu, dass ich gesagt habe, aber mir wäre es lieber, ich bin bereit. Und allein dadurch habe ich wieder was gegeben, ist wieder was passiert. Ja. Aber die Akzeptanz, dass ich jetzt nicht will, die Lüge ist weg, der Selbstlüge ist weg, der andere hat es entdeckt, dann okay, will jetzt nicht, das ist schon die große Revolution. Ne? Genau, ganz genau. Das ist, ja, das ist so, so hilfreich, wirklich transparent zu sein, ja, und in dieser Kommunikation wirklich alles zu geben, jeden Gedanken, jede Abwehr und nicht immer irgendetwas zudecken, auch wenn es noch so ein kleines Seufzen ist oder irgendein Unwillen. Ich bringe es ins Licht. Ich lasse das durchleuchten und sage so, hier ist das, ja. Totale Transparenz. So. Das ist unglaublich hilfreich. Ja, klarer ging's nicht. Danke. Ich danke dir, Cheat. Ich danke dir. Wow. Es ist rund, oder? Was hast du gesagt? Ich habe das akustisch nicht verstanden. Es ist jetzt rund, ja? Ja, es ist. Keine Ausrede mehr. Jeder kann es, wenn er will. Und genau. Okay. Dann vielen, vielen Dank, dass du gleich zugesagt hast. Und wird man nochmal sehen. Ja. Ja, genau. Und dann, vielleicht sehen wir uns mal auf Teneriffa. Ja, genau. In dieses Zentrum. Dann mit deiner Kunst machen wir Konzerte und die Seminare mit dir. Und dann kannst du jeder eine Falle bauen, wenn ich das so sagen darf, dass alle in die innere Weisheit und Schönheit hineinfallen, ohne dass sie es merken, dass sie alle ihre Ausreden vergessen für den Moment, den du erschaffen hast, erschaffen kannst, denke, dass es leicht ist. Ne? Mhm. Vielen Dank. Ich danke dir. Tschüss. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Tschüss.